Mir, ich teile mit dir. Da! Warum stirbst du gerade so schnell? Was ist denn los? Er hat keine Nahrung bei sich. Komm her. Jetzt hat er ich hab das schon. An sich saugen lassen. Hab ich doch gerade schon gemacht, mit Mutter war da schon bei mir gesaugt. Also. Ja, aber dann bin ich auch gestorben. Das macht direkt, dass man, wenn du kein Blut mehr hast, dass du direkt stirbst, dann krass. Ja, was willst du aber Vampir sonst machen? Hast recht. Voll doof, dass man stirbt, wenn man kein Blut hat. Alter, das hat irgendwie wirklich was von Twilight-Dings. Vampire, die sie gegeneinander absaugen können. Das ist auch bei den Lykanern passiert. Richtig. Dass sie sich gegenseitig abgeschlabbert haben, oder was? Weil geil. Frag mich jetzt nicht nach Details, aber ich bin mir sicher. Wo kann man denn die Knochen stoppen? Also, kann man das denn machen dann? In der Mühle kannst du 100 Knochen zu Grabstaub verwandeln. So, neuen Ring freigeschaltet. Wo haben wir denn so einen Knochen überhaupt? In der Mühle, da wo du auch Steine herstellst. Nein, wo wir unsere Knochen haben? Bei der Marv-Kiste. Wo ist die Marv-Kiste? Ja, dann such mal. Steht Marv drauf. Und ist eine Kiste. Oder auch nicht. Keine Marv-Kiste. Doch, gibt's. Doch. Ja, nur zwei. Schön, du hast die Marv-Kiste gefunden. Ja, nur zwei. Patschi, patschi. Dann lass dir jetzt den restlichen. Du weißt schon, dass wir immer noch das brauchen, um unsere Base abzudunkeln, gell? Stimmt. Die Knochen. Ja, aber nicht viele. Ja, also pro Minute jetzt drei, wenn ich das richtig. Ja, passe. Aber wir haben jetzt genug für den Steinsack zu bauen. Aber wir haben hier oben fast 1000 Knochen drin. Ja, okay. Und unten? Ich habe auch noch meine drei in die veredelte Kiste reingelegt. Die liegen auch 125 und 3, also wir haben noch genug. Ja, eine Kiste Marv heißt. Wir haben fast gar keine Blutessenz mehr, was ist denn da los? Nein, wir haben in der Kiste noch welche. Alter, wir haben voll viel Blutessenz. Ah, nicht korrekt. Blutessenz. Wo sind in welchen Dings denn die Blutessenz? Wo kommt Tierhaut hin? Aus der Tierhautkiste. Genau. Okay. Direkt neben den Lederer. Gerberei. Ja, sorry, alles Glänzende, Leute, ich hab gewusst, dass das so eskaliert. Ist mit fragwürdiger sexueller Orientierung. Was? Alle glänzenden Vampire haben fragwürdige sexuelle Orientierung, sagt Katko im Chat. Das sind nicht meine Worte. Ich lese das so auch. Kristalle brauchst du für die Ringe. Hä? Hast du mir gerade. Ja. Oh, jetzt habe ich aber nochmal produziert. Alter. Ja, kannst du mir auch gerne herstellen, gell? Hast du noch nicht? Ich habe noch gar nichts. Von den neuen Rüstungen? Genau. Moment, dann für zwei habe ich noch gerade genug da. Butter, hast du schon die neue Rüstung? Nein. Dann keine Rüstung. Möchtest du lieber den Hemd oder die Hose haben? Ich glaube, ich habe Handschuhe gemacht. Ich habe gar nichts in der Sache. Ich hätte gerne eine Hose.
Wer hat in Leder eine Grete und die Knochen da gemacht? Ich wusste nicht mehr, wo es hin soll. Butter. Du musst dich für Marv nicht immer da reinschmeißen. Oh, fick dich, Pascal. Hey, was steht da? Möchte jemand eine Leggings? Wo ist mein Grabstaub? Keine Ahnung. Ich hab die Knochen nicht für euch hier reingelegt. Nee, ich hab das nicht weggenommen. Ich bin Baumeister, das ist dir gar nichts zu sagen. Im Forschungstisch, wenn man dann die Symbole sieht. Wenn die umkreist sind, also wenn da so ein gelber Kreis ist, kannst du die nochmal für dich erforschen. Damit du weißt, wie was abgeht. Guck euch meinen Steinsack an, wie schön er ist. Wird erforscht. Legt einen Stein auf den Steinsack. Wir haben eine Leggings, Leute. Juhu, eine Leggings. Wo liegt meine Waffe? Der Steinsack ist cool. Hier ist deine Hose, hier drin. Bauen zu dir mit deinem Dienersarg. Mach ich was Proof triggern wird? Das ist Marv sein Sarg, das ist nicht schlimm, wenn du da reinkackst. Haben wir schon 4 Särge? Braucht nur einen. Ja, wir brauchen 4 für jeden von uns einen. Richtig, jeder muss doch irgendwo schlafen. Vor allem hast du ihn so gesetzt, dass andere sich wahrscheinlich nicht hier hinsetzen können. Vor allem war für dich hier hinten in die Ecke gedacht. Wie, die Betten sind schon verteilt worden? Nee, jetzt gibt's nur ein Bett. Es gibt spät. Im Moment nur ein Bett und ich leg mich nicht mit Marv zusammen im Bett. Boah, das ist ja ein krasses Ding. Sag ich doch. Könnte ich auch drin schlafen. Ich könnte nicht im Sarg schlafen. Ich glaube, da würde ich voll die Kekse schieben. Die Kicks? Kekse. Wieso? Wo sind die Schleifsteine drin? Bestimmt in der Marv-Kiste. So. Warum haben wir immer noch so ein Bauwerk, wo ein verdammtes Loch in der Wand ist? Also anscheinend haben wir keine Schleifsteine mehr. Die wurden wahrscheinlich die restlichen benutzt. Was denn? So, jetzt haben wir kein Loch mehr. Dennis, oh mein Gott, wir haben kein Loch mehr. Hast du noch die Schleifsteine? Wo ist Bruder? Da. Wo bist du? Wo ist das Loch? Ja, warte, ich mach's schon zu. Nein, ich mach's richtig zu. Weg. Hey, ich dachte, das Loch. Da. Da ist das Loch. Wäre es nicht sinnvoll, die Produktionsstätten in den separaten Raum zu verlegen und die Produktion zu beschleunigen? Das wäre super sinnvoll. Ja, schon, aber das muss Marv fangen, Mann. Marv ist der Baumeister. Anfang doch noch. Richtig. Warte mal, wer hat das geschrieben? Antoni, Mensch. Antoni ist halt the Superbrain. Aber es ist richtig. Ja, wo sind... Aber gibt's nur ein Metall, also wirklich nur Kupfer? Nein, es gibt auch Eisen, hast du schon gesehen. Warum haben wir keinen Stein hier veredelt mehr? Warum muss ich dich immer hauen, Marv? Das ist nicht von mir, du hast es eben reingetan. Ja, man kann auch beides reinschmeißen, oder nicht? Ja, ich hab dir nichts mit zugetan. Warum sollte man beides reinschmeißen? Aber er wechselt doch nicht zwischen den Sachen. Pascal, ich gehe immer davon aus, wenn die, wenn er keinen Knochenmehl für Marv machen kann, geht er dann rüber zum Stein. Stein, genau. Also gehe ich jetzt mal fest davon aus, sonst macht es keinen Sinn, dass du hier unten so viele Felder hast. Also hat jetzt keiner die Schleifsteine? Nein. Also falls es noch Schleifsteine können wir herstellen, indem wir Steinstaub mit Kupferbahn mischen. In der Schmiede. Was ist denn die Schmiede? Ach so, also die der Schmelzofen. Eine Schmiede gibt es bestimmt auch noch, fertig. Ich meine, wir können hier auch Eisenbahn herstellen mit Eisenerz. Na, und Glas gar nicht. Und ganz später sogar Goldsachen. Wait, warum brauchen Scheiße. Wir? Nicht der Pascal, nicht ersticken. Also dann, Marv, ich bin dafür, dass wir jetzt einen Schmiederaum bauen. Junge, wir haben nicht die Materialien dafür. Ja, dann auf. Richtig, ich muss mal nur sammeln. Oh, die Materialien selber. Knochen, weil... So ein Ding. Und wo ist unser verficktes... Ah, das ist... Die Knochen musst du in den Feuerschalen gucken. Ja, ja, nee, da haben wir noch 120 drin, aber ich frage mich, wo weitere Knochen sind. In den anderen Schalen. Wir haben wieder 50 Papier für eine Forschung. Ah, okay. Wofür brauchen wir Steinkörper eigentlich? Ach, Gartendekor haben wir freigeschaltet, traumhaft. Hä? Unbekanntes Rezept, du brauchst dafür ein Rezept schwarz, für die, damit du die Schleifstände selber machen kannst. Zeig mal.
geht das sogar. Ich habe die gerade die zwei Sachen reingetan, es funktioniert, hier steht sogar unbekanntes Rezept. Ja, wahrscheinlich muss es erst wirklich freischalten. Über Töten von einem der Der Typen. Rammt durch Garrison, der Waffenschmied. Da schalten wir auch die langen Bretter frei. Und die fünffingige Arbeitsplatte. Jetzt macht er wieder ganz ein Steinziege, der soll lieber die Dings, die verarbeiten, die... Ja, wahrscheinlich, weil der von niedrig nach oben geht. Mhm. So, hat jetzt jemand noch Grabstaub, dann brauche ich noch einen neuen Sarg. Was, was mir gerade auffällt, wo ist mein Hund? Mach du mal die Wände, damit wir schnell craften können. Weiter Sarg. Geht ein Hund so. Ja, aber ich habe den Hund jetzt schon seit drei Stunden nicht mehr gesehen. Nicht, ja, nicht zugeben. Mach kurz Pause, geh den Hund schnell suchen. Ja, ich guck mal, wo der ist. Weil das sind keine seiner Körbchen hier. Schwarzes, willst du dich mal upgraden hier? Die, da gibt's irgendwie mit Edelstein, glaube ich, jetzt. Besseres Items vielleicht. Ne, bei den Eltern habe ich den Hund nicht vergessen. Da hätten die mir geschrieben. Und ist der Hund irgendwo da? Ja, der ist, der liegt mit allen Beinen von sich gestreckt im Flur. Ich musste nur gucken, ob er atmet. Weil ich habe ihn noch nie so schlafen sehen. Würde ich gerade sagen, hast du gut, dass der atmet überhaupt, der Hund? Ich guck immer, ob der noch atmet. Vor allem, wenn der so komisch aussieht, irgendwie auf dem Boden. Mit allen vier Beinen auf liegt er da? Also auf dem Kopf. Geil. Härte. Der rote Rubin wurde also schon rausgeklaut. Wahrscheinlich, um eins von den besonderen Sachen zu craften. Richtig, nee. Mach das auch ruhig. Die brauchst du, um die verbesserten Äxte herzustellen. Ja, ja, genau. Macht ruhig. Welche verbesserten Äxte? Wir haben ein Rezept gelernt, wo wir die Äxte quasi schärfen können. Dafür brauchst du zwei Rubine. Ach so. Hm. Jetzt haben wir's. Ich brauch immer noch 8 Schleifsteine. Hä, wo lässt du die denn schärfen? Du musst sie lernen erstmal im Lerntisch. Und dann halt in der normalen Werkbank. Also ich brauch immer noch bitte 2, also wir hatten doch... Das sind Sachen, die so gelb umrandet sind, die musst du anklicken und dann erlernen. Und dann kannst du sie erst herstellen. Wo und das auch bei allen Sachen, die da noch im Forschungstisch sind. Ach so. Jetzt hast du gelernt. Das war schon. Ah das ja, alles klar. So. Also keiner hat die scheiß Schleifstelle. Wir hatten doch eben 8 Stück irgendwo, die Pascal eben geholt hatte von... Ja, sind halt alle. Ja, und davon brauchst du, von den Schleifsteinen brauchst du zum Beispiel 8 Stück, um die Kupferechse zu machen. Und ich habe gerade gesagt, ich habe 8 Stück, ich habe meine Echse geschärft. Fick dich, du hast also die gnadenlos Kupferachs gebaut. Ja. Lass weil ich doch. Dir das gerade gesagt habe. Ja, ich wollte die ganze Zeit auch bauen. Junge, und ich habe dich ganz davor gefragt, hast du noch Schleifsteine? Du so, nö. Man könnte es ja auch logisch machen. Ich hab die auch nicht mehr. Was? Man hätte es ja auch logisch machen können, dass jeder, sag ich mal, eine der Waffengattungen hochlevelt. Ja, und bei mir sind das die Äxte. Ich hab sonst nichts anderes. Dann baue ich das gnadenlose Kupferschwert. Bist noch 2. Ja, perfekt. Groß Smaragd. Ja, wo wollen wir jetzt noch hin? Wir könnten gleich jagen gehen, wenn ihr wollt. Den Rufus. Ja. Den Fischer. Den Fischer? Ja, das ist auch ein Fischer, oder nicht? Leutnant der Banditentruppen. Damit beauftragt, das Holzfällerlager zu überwachen. Achso, lol, weil da kann man halt eine Angel holen, deswegen dachte ich. Achso. Nein. Habt ihr bei euch auch so Füße? Über den Anzeige? Über welche Anzeige? Über eure Hungerbalken?
Da sind bei mir aus irgendeinem Grund gelbe Füße. Nein. Nö. Sind bei mir Sachen kaputt? Nee. Es gibt's aus den Z-Bonis, gell? Ja. Wie haltbar sind eure Ringe? Ach so, übrigens, du kannst aus dem Blutring einen Kupferband machen. Also, aus dem Knochenring kannst du einen Kupferband machen mit Blutrose und Pflanzenfaser. Wo Butter die ganze Zeit gefragt hat, was macht man denn mit dem Pflanzenfaser? Ja! Dann kannst du den einen upgraden. Ihr habt das nicht gemacht? Nö. Das war bei mir im Tutorial mit drin, wo ich die ganzen Knochenschützlinge machen musste. Und wir haben halt fast 200 Blutrosen. Moment, ich lege gerade zurück, jetzt sind wieder 180 drin. Nee, du hast ja nur den Standardknochenring gemacht. Nee, ich habe auch den Kupferband gemacht. Okay. Weil da sind bei mir im Inventar 5 Sachen gecraftet. Und das war einer darunter. Bei Butter hat die, glaube ich, auch. Den Kupferband. Wo baut man einen Dienersarg? Schau mal nach. Ja. Das sind so lila Ringe. Richtig, Butter? Ja, die habe ich. Verbesserte Blutessenz. Haben wir sowas? Ne, dafür brauchen wir richtige Herzen. Und dann können wir in der Blutpresse die craften. Oh, na toll. Ich hatte eben richtiges Herz gehabt. Ja, und dafür brauchen wir 4 Stück. Wie stellt man ein richtiges Herzen her? Töten. Wie man die herstellt, Gegner. Wahrscheinlich findest du die, indem du Leute tötest. Wir sind hier keine Chirurgen. Und selbst die können das nicht herstellen. Oder, wenn wir das Rezept könnten, könnten wir 200 Blutessenz benutzen, um verbesserte Blutessenz zu machen. Boah, noch 4 Herzen. Danke fürs Folgen, Glasolein. Weil wir brauchen einen für den Dienst. Brauchst du Blutrosen? Wir sind in der Blumenkiste. Nee, ich hab's noch nicht mitbekommen. Kann mir jemand sagen, warum ich unter meinem Sarg keinen Boden bauen kann? Du musst ihn vorher abreißen wieder. Sagt. Du musst ja kannst ja, Boden bauen und dann da drauf bauen. Frage beantwortet. Ich musste nichts dazu sagen, geil. Proof, du gehst du gehst du farm oder gehst du der Spur hinterher? Ich gehe gleich der Spur hinterher. Okay. Weil dann komme ich schon. Ich muss euch sagen, wir hören in so 20 Minuten auf. Perfekt. Weil wir auch zeitlich, Butter muss schlafen und Marv muss schlafen. Alle müssen. Und Proof muss schlafen. Ich muss auch schlafen. Ich muss mal anfangen, wieder früher zu schlafen. Schaffst du eh nicht. Du könntest ja auch die Nacht durchmachen, ja? Könnte ich auch. Nicht Dennis. Können wir aber auch eine Tablette reinschmeißen und sagen, dass ich schlafen gehe. Und ich glaube, das ist gesünder. Du könntest dir eine Zanks reinschmeißen. Nehmen. Ja. Du könntest eine Zanks reinschmeißen und die ganze Nacht durchmachen. No Link macht übrigens wirklich No Link. Das ist normalerweise, wenn ich mit dem Nightbot eine Verkaufsseite bzw. einen Link drin habe für den Verkauf von dem Spiel, was ich gerade spiele. Schwarz, wie viel Damage machst du jetzt? Also, was für ein Ausrüstungslevel hast du? Jetzt hast du höher als 28 jetzt schon dann. Durch die Waffe. Die Waffe gibt dir nur 2 Level-Ups. Also 2 Rüstungsstufen. Und die Kraft kommt darauf an, wie viel Rüstungsstufe du hast. Gehen die Waffen immer mal kaputt? Ja, gehen ja. Die. Aber richtig langsam. Also. Es ist nicht Schwert so schlimm wie bei anderen Spielen. Aber Rüstung wird auch kaputt. Wo ich gerade nämlich gewechselt habe in die neue Rüstung, waren eigentlich meine Füße kaputt schon. Dass er mir auch gesagt hat, dass ich die reparieren soll. Ja. Füße geblutet. Füße geblutet, genau.
Nein, es wird Tag! Hast du die Armbrust eigentlich ausprobiert? Die Armbrust können wir noch gar nicht bauen, hä? Die Armbrust kannst du aber finden. Ich hab die Armbrust ausprobiert, ich fand die nicht so toll. Okay. Das Gleiche können wir die... Ich hab die zerlegt. Klappt bei mir leider nicht, da steht, wenn man ihn neu bauen möchte, zum Beispiel blockiert durch Diamantmuster. Dann probieren wir mal einen normalen Boden, weil ich glaube, der Diamantmuster ist... Kann sein, dass Diamantmuster einen Fehler hat oder dass Diamantmuster nicht bebaut werden kann. Also wir haben am Boden haben wir quadratisches Muster haben wir genommen. Nicht das Diamantmuster. Oder es kann sein, dass du da nur den besseren Grab platzieren kannst. Das kann sein, ja. Also den Steinsarg. Statt den Holzsack. Oh, das kann sein. Mein Gott, scheiß Sonne, ey. Hilfe! Stirb. Können wir nicht einfach nur tagsüber schwächer sein? Ich hab beide Muster ausprobiert, gegen beide nicht. Dann wird das mit dem Steinsack das wahrscheinlich sein. Welchen verfolgt ihr denn gerade? Ich verfolge den Fischer. Rufus. Ja. Bei mir zeigt er aber an, dass wir in die Richtung müssen, wo ich gerade hingucke. Okay. Ja, Banditenholzfeuerlage, ich will gerade sagen, wo gehen wir hin? Da vorne ist er schon, seht ihr ihn? Der Dicke mit der Armbrust. Kannst du ihn sehen? Kannst du ihn sehen, Alter? Ich brenne auf jeden Fall. Dann geh in den Schatten. Aua. Ich brenne auch. Ja, voll gute Idee. Aber der ist voll lascht. Das ja, der ist ja Level 20. Let's Pascal. Ja. Oh Gott! Ich greife jetzt nur auf Distanz an. Was hast du mir denn Neues beigebracht? Schattenblitz? Ach, bist du sicher bei dem, was du da gerade tust? Boah, Blutrausch haben wir gelernt. Blutrausch? Ja. Ganz oben links, bei Blut. Ach so, stimmt. Schäme dich selbst und Verbündete in der Nähe für 110% deiner Zauberkraft ab und erhöhe die Angriffsgeschwindigkeit um 25%.
Also aber schade, dass man nur zwei Zauberslots hat. Das ist eine Fähigkeit, die ich gerne benutzen würde. Chaos-Salb ist immer die stärkste, finde ich, aber und Schattenblitz finde ich unglaublich gut. Ah, das ist eine Dash-Fähigkeit. Korrekt. Nein, nee, das... nicht Blutrausch. Ja, bei der einen. Knochensteier. Ja, bei der einen Tuse haben wir eine Dash-Fähigkeit bekommen. Um Gegner zu vergiften, durch die du durchdashst. Warte, du stehst in der Sonne, hast du eine gute Qualität? Nochmal? Deine Blutqualität? 6%, aber 9%, aber es ist egal. Wenn du Nahrung brauchst hier. Die brauche ich nicht. Schon okay. Ihr Schweine saugt ständig an euch rum. Ekelhaft. Das hier ist ein Stream für Kinder. Und dann streamst du Vampire. Wir sind liebe Vampire, aber wir sind keine Vampire. Hast du die Hose wohl angezogen? Da sagt er gar nichts mehr. Wer kriegt jetzt zu Hause die Leggings, die ich erforscht habe? Haben wir jetzt euren Herz gekriegt? Oha! 36 Krieger! Sheesh! Gab's hier keine Kisten? Ich hab schon zwei Kisten gelootet. Okay. Deshalb sag ich mal, nein, es gab keine Kisten. Also, war's denn jetzt oder sollen wir noch einfach? Bitte? Wir müssen eh wieder zurück, um die Pferde aufzunehmen. Richtig. Was aufzunehmen? Nee, kann das nicht von ihr aus? Theoretisch könnten wir uns ja aufsplitten, dass jeder eine Pferde nimmt, damit wir unterwegs einfach gleich vier Bosse machen. Ja. Wasten der Waffenschieb, wie spielt dran? Nach hier ist eine Kiste zum Entsperren. Nach wäre die faulige Ratte dran, dann hätten wir die Rattenform. Und bald kommt der wilde Bär, da haben wir die... Bärenform. Vielleicht gibt es ja wirklich eine Greifenform oder sowas, wo man fliegen kann, was geil. Fledermausform. Es gibt auf jeden Fall eine Rattenform. Wahrscheinlich wirklich eine Fledermausform, wo du fliegen kannst, wenn du richtig schnell wirst. Geht dann voll ab. Aber mein Inventar ist auch fast voll. Schon bei 1 Uhr schon mal krass. Ja, wir hören jetzt auf. Keine Panik. Wir gehen jetzt noch zurück und dann machen wir Schluss. Aber wobei ich nicht weiß, wie man den Fortschritt speichert. Alter. Falls es überhaupt möglich ist. Ja, wenn nicht, dann sagen wir einfach Community-Projekt. Ja. 10 Spieler, die ja Spiele haben, können zusammenspielen. Schnelles Fliegen, aber dafür nur nach Gehör. Ja, du musst halt Schallwellen aussenden, damit du alles siehst. Warum 10 Spieler nur? Denn man kann es bis zu 60 Spieler spielen können. Richtig. Aber es geht darum, wie viele du auf einen, also beziehungsweise normalerweise sollst du ja einen Dedicated Server dann machen. Ein was für ein Server? Ein Dedicated Server, also ein Server wirklich, der ihr. Ja, schlag's nach. Es ist ein alleinstehender Server irgendwo dann, auf den die Leute spielen. Also nicht, dein so gesehen ist dann, wenn wir das jetzt im Moment dein PC der Server so gesehen. Im Moment ist mein PC der Server. Da ist auch die Voreinstellung, dass halt nur 4 Spieler drauf können und ich glaube, das wird schon seine Gründe haben. Es läuft butterweich. Ja, das weiß ich, Butter. Also es wird läuft wirklich ohne Probleme. Das ist der Alpha Wolf, lol, der greift ihn sich an. Wobei am Anfang, warum greifst du den an? Den haben wir doch schon. Ich weiß, aber der hat mich angefangen. Du wolltest mal gucken, was passiert, wenn du nochmal den tötest. Ja. Sagen wir es mal so. Vielleicht kriegt man eine Belohnung dafür. Aber jetzt macht es immer weniger Schaden, das Gefühl. Ja, hast ja auch eine bessere Ausrüstung. Ich hatte schon vorher die fette Rüstung. Ja, schön ich gemacht. Jetzt, ich hab mir die Dreck gekauft. Fett.
wahrscheinlich, weil es so beschissen ist, Terrar ist wie auf Krieg und so. Ja, nehme ich. 7% Schurke ist okay. Morgen Abend dann wieder Warhammer. Ich möchte heute, also ich möchte keine Bestätigung machen, da ich morgen Abend streamen werde, weil ich noch nicht weiß, wie ich mich morgen fühlen werde. Also man kriegt auf jeden Fall richtig viel Beute. Ja. Und wahrscheinlich musst du das auch machen, um unperfekte Herzen zu bekommen. Warum hast du eins bekommen von ihr? Ja. Ich glaube, ich habe nur vom zerstörten Wald alles eingesammelt. Ich glaube ich auch. Hast du nur eins gekriegt oder wie viel hast du gekriegt, Schwarz? Ich habe eins bekommen. Schwarz, das wirft das bitte raus. Ich habe irgendwas gerade so ein... Das unbefleckte Herz. Ich habe irgendwas nicht einen roten essen, Filter. Ja. Warum ich gerade so einen roten Filter? Was ist denn jetzt los? Da ist nochmal die Chaosbogenschützin. Ja, warum habe ich jetzt... Ich habe es wieder rausgelegt. Leute, ich muss euch was sagen. Was musst du sagen? Hast du was gegessen? Vielleicht habe ich vorhin... getrunken. Butter macht ja aber nichts raus, ich habe auch schon 2 Stück gegessen. So, ja, bei mir waren es auch vielleicht so 3 oder 4. Das war nicht von mir, ne? Es könnte aber auch sein, dass das die unbefleckte Herzen sind, gell? Es gibt noch eine Butter. Also es gibt noch eine andere Form. Nein, ich hatte mehrere, das wusste ich. Aber Sascha. Ich hatte 2 oder 3 von denen. Weißt du, dann bin ich gestorben. Marv wollte die Herzen zurück und ich habe mir gedacht, ich gebe ihm einfach nur die schlechten. Bist du ein Wichser, ich wusste das. Ich habe schon gesagt, ich habe doch welche gehabt, die normalen Herzen. Tut mir leid. Na, hat Marv verdient. Nein. Ich konnte damals gut nicht genau zurückgeben, weil ich gar keine Knochen hatte. Aber ich habe dadurch überlebt auch. Ja, ja, ich hab schon gesagt, kein Problem. Oh nein, ich bin gestorben. Das Spiel macht aber lauter. Lebt wieder. Schnell saugen hier. Hast du jetzt noch ein Herz gekriegt? Du kannst an mir trinken, wenn du möchtest. Oh. Mit Erlaubnis. Darf ich an deinen Zitzen saugen? Ist eh zu spät. Jetzt bist du statt Krieger ein Arbeiter. Ist ja nicht schlimm. Ich bin Krieger 36, von dir war es, ne, Schwarz? Also ich habe auch ein unbeflecktes Herz, aber ich habe auch Verdorbene. Ich muss schnell saugen. Please, hilf mir saugen. Ja, wir versuchen einfach nicht so viel Unbefleckte mehr zu essen. Butter, James, Butter, Schwarz, Proof, lass mich saugen. Wo bist ich hab du? Kein Blut mehr. Wie wär's, wenn ich dir einfach ein Herz gebe? Die Befleckten. Ah, ich hätte ihr Ratten zuschmeißen sollen. Proof, du weißt schon, das Gleiche sind, dass ich nicht esse. Ja, gleich und gleich isst sich nicht. Irgendwie sowas. Red Boy. Ne, haben wir jetzt von der Burgschützen auch ein unbeflecktes Herz gekriegt? Also, ich habe ein unbeflecktes Herz bekommen. Ich weiß nicht, ob es von der Burgschützen jetzt war. Auf jeden Fall habe ich eins aufgesammelt. Doch. Also müssen wir nochmal ein paar V-Bosse töten. Also den Wolf, die Burgschützen, die da und. Damit wir unbefleckte Herzen kriegen. Damit du dir die Rüstung. Ich denke mal, ich habe vorhin eins gegessen oder so, weil viel Nein, mehr Zeit ich war. Den Dienersarg. Hab ich doch gesagt, wir brauchen nur die unbefleckten Herzen für die Essenzen, damit wir den Diener sagen, damit die Mission weiterkommen. Schon okay, Butter. So. Wir wissen, dass Marv sie gegessen hat. Das geht nicht. Chat, ich werde hier gemobbt. Zu Recht. Erzähl das jemand, den das interessiert. Steinornamente freischalten.
Das Spiel macht aber wirklich Laune. Proof, konntest du die Kiste vorhin aufmachen? Welche? Bei den einen Boss war da, glaube ich, eine verschlossene Truhe. Oder sowas ähnliches. Der neue Sarg ist echt cool. Beim einen Boss habe ich nicht drauf geachtet. Nee, ich meine, da hast du irgendwas gesagt, von wegen, da ist eine Truhe. Und da ach so, ja, das war aber bei dem Gebiet und da war eine, die war verschlossen, die habe ich geöffnet. Bei manchen muss ja die Taste halten ein bisschen. Hast du gerade Dings rausgetan? Ach so, okay. Mutter, hast du gerade die Dings rausgenommen, die Grabstaub? Nee, ich nehme gar nichts raus, ich fülle eigentlich nur rein. Was hast du denn genommen? Weil dann habe ich zwei, da kann ich den nächsten Sarg bauen. Ich habe gerade einen Sarg, aber du musst das jemand anderen geben, weil der Sarg mit der Person verlinkt wird. Ja. Du musst den Sarg selbst bauen. Glaube ich dabei. Warum konnte ich dann eben jeden Sarg pennen, als wir noch die Holzsäge hatten? Weil die Holzsäge wahrscheinlich nicht so kacke sind. Also beziehungsweise kacke sind einfach so. Also ich könnte ja, nicht in meinem Sarg bauen, den ich da gebaut habe. Den ich gebaut habe. Könnte nicht nur pennen. Du linkst dich mit diesem Sarg. Ja, wirklich, ja, krass. Also ich habe das Sarg vorhin abgerissen und gebaut bei mir. Also eben gerade diese Holzsäge, meine ich jetzt. Feststecken beheben. Ja, Porti ans andere Ende der Karte bitte mal. So, das Lehm. Der Lehm, der kann ruhig hier rein. Es ist ja jetzt nicht schlimm, die Leute können ja einfach den Grabstaub nehmen und sich ihr eigenen Sarg bauen. Das kriegen ja die Leute hin. Ich habe meinen jetzt auch gebaut. Ich hab das Grabstaubzeug da reingeschmissen. Da haben wir 50, ich glaube, man braucht 6. Wir müssen übrigens die Kisten hier wegmachen, weil da habe ich ein Tor hingemacht, da können wir von zwei Seiten rein und rausgucken. Toll. Was für ein Tor? Er hat ein Tor auf die andere Seite gebaut, damit man da auch noch rausgehen kann, das ja, wollte er da sagen. Ja, warum? Da kann man doch nicht hoch, oder? Ja, klar! Ja, dann müssen wir die ganze Base umbauen. Nein, weil ich da immer rumkomme. Von der Seite. Er steht einfach immer, er weiß nicht, wo der Eingang ist. Bist du immer hinter deiner Kiste durchgelaufen? Nein, da bin ich immer hochgelaufen jetzt. Da kann man perfekt durchkommen. Da muss man nicht, das ist auch viel schneller von da, aber... Das sind zwei Kisten, ganz Dings umbauen. Ihr macht mich fertig. Ja, perfekt, jetzt haben wir gleich drei. Sag mal, seid ihr eigentlich behindert? Ein bisschen. Vielleicht. Kommt hin. Ja, wie soll ich denn jetzt reinkommen hier? Macht mal bitte... Ja, du gehst hier. Achso, stimmt. Mach mal bitte... So, jetzt kannst du reinkommen. Ja, also du musst wirklich von dritten... Marv. Du musst von dritten die Tür öffnen, sonst wirst du eingesperrt. So, Tür zu. Tür auf. Jetzt komm mal rein. Ah, lol. Ja, bau die scheiß Kisten weg und tu die auf die andere Seite. Irgendwie anders denn einfach. So, wer hat jetzt die richtigen Steine für den Sarg? Die sind in den veredelten, also wenn sind sie in der veredelten Steinkiste, wo sie halt eigentlich reingehören. Aber in die veredelten Dinger legt ja niemand was rein. Ja, das sieht doch gut aus. Da kann man mindestens, jetzt ist hier irgendwie eine Kiste verschwunden, jetzt kann man mindestens einen, würde ich sagen, bauen. Falls wir 6 Staub haben und nicht nur 5. Abstaub haben wir eh gerade nicht dafür. 5 hatten wir gerade noch, als ich das letzte Mal reingeguckt habe, bevor die Kiste verschwunden ist. Alles gut. Nein, die Steinveredelskiste ist immer noch da. Mutter, du bist... Oh. Okay, also fehlt uns einmal Grabstaub. Grabstaub wird doch gerade auch noch hergestellt, oder? Wo sind die Steine? Ja, daneben, hab ich schon gesagt, habe ich weggemacht, Kiste die Kiste, hier, damit man hier rein und rauskommt. Ich hatte die im Inventar. Gut, dass du das gemacht hast, dann kannst du mich uns jetzt verlassen. Bau dir ein eigenes Schloss. Tschüss. Ich glaube, ich kann ihn aus dem Clan schmeißen, dann müsste er hier raus.
Aber warum machen wir da eine zweite Tür hin? Das verstehe ich immer noch nicht. Weil da auch ein Eingang ist, perfekt. Da kommt man schwierig. Wow, dann müsstest du auf der anderen Seite auch noch einen Eingang machen. Die guten Herzen. Dann müsstest du hier auch einen Eingang machen. Weil man hier voll schnell von da rüber kommt. Ja, aber guck mal, hier müsstest du auch einen Eingang machen, weil da hinten auch eine Treppe nach oben ist. Ja, aber guck mal, wie schnell man von hier nach da kommt. Hä? Ja, aber guck mal, da hinten ist auch eine Treppe. Ja, ich möchte jetzt hier durch die Wand. Dann kommt. Ja, okay, kann ich machen. Ja, ich möchte jetzt hier durch die Wand, weil da hinten auch eine Treppe ist. Das wird aber nirgendwo die Treppe, also gibt's keinen Sinn. Hä, wie nirgendwo? Da hinten ist eine Treppe nach unten, das siehst du an der Minimap. Okay, machen wir hier. Hallo, Kabel. Machen wir hier genau noch ein dickes Tor drin. Okay. Auch wenn wir hier schon eins haben. Dennis wollte es so. Jetzt haben wir dann Tor. Ja, wir machen jetzt aber Ende an der Stelle. Ja. Das wäre besser so. Ja, weil Marv muss ins Bett. Der wird schon quengelig. Ich merke das langsam. Da grunzt er. Oh Mann, ja, Alter, nur behindert. Das sind dann so gesehen das Ende der Let's Play-Folgen. Alles, was noch kommen würde, Let's Play-technisch, ist halt Bonus. Aber ich glaube, den Leuten hat das so gut gefallen, dass wir das auch ein bisschen weiterführen werden. Ja. Nach diesem Video werde ich trotzdem verweisen auf das Fazit zum Spiel. Aber ist ja eine ganz runde Sache geworden. Ist gar nicht mal so schlecht. Obwohl ich gelesen habe, ein paar Leute haben zurzeit wohl Performance-Probleme, aber das ist ja eine Sache, das kriegen die schon hin. Mit Patches. Deshalb, danke fürs Zuschauen auf YouTube. Auf Twitch bin ich noch ein paar Minuten da. Nicht vergessen, liken und folgen.